bin der Manuel Schad von SWD Sports. Auch ich bin nicht davor bewahrt, dass solche Eimer bei mir in den Laden kommen. Jetzt muss man denen halt auch ein wenig helfen, ne? Und die wollen auch ein bisschen was Schönes sehen. Da haben wir was ganz Gutes. Da haben wir was ganz Gutes. Schaut mal. Nein, das ist keine geteilte Titte. Das sind durchsichtige Ventile. Ich kann dich trotzdem sehen. Durchsichtige Ventildeckel. Für mich, ganz ehrlich, brauche ich nicht auf meiner Enduro. In der Werkstatt finde ich das genial. Wir können uns mal anschauen, ob diese zwei Kipphebel wirklich arbeiten. Ich hatte es mal beim Sportboxer, dass der Auslasskanne war, der so zeitverzögert rausgerutscht. Da waren nicht die Ventilfeder zu lahm, sondern einfach die Führung völlig in die Nüsse. Das kann ich damit diagnostizieren. Ich sehe auch mal, was macht mein Öl. Kriegen beide Stehbolzen wirklich von oben Öl? Mit einem Zunendeckel geht es kaum. Und wenn ich das mal offen laufen lasse, funktioniert es, aber da spritzt das wirklich bis dahinter. Werkstatt als Werkzeug ideal. Und solche Jungs, die nehmen das auch mal zum Fahren her. Ne? Sieht ja auch toll aus. Hat was, ich würde mal sagen, hat was Technisches. Ne? Was meinst du da hinter der Kamera? Ja, kann man schon so machen. Okay, wir stecken das mal für euch zusammen. Was auch immer wieder vorkommt ist, also wie zu Hause mit dem Staubsauger oder Handy, der Kunde bringt das Motorrad und der Tank ist leer, Öl auf Minimum und die Batterie kackt ab. Irgendwie gehört es dazu, ne? Darum, in weiser Voraussicht, kauft man sich so ein Starthilfeapparat, ne? Und dann schaut man, dass Plus und Minus noch passt. Und dann versucht man das Ganze halt nochmal.